Ja, er war 4 Jahre älter als ich. Hieß Sebastian. Ich hoffe, er ist das immer noch. Ja, was gibt's da groß? Ich meine, ich glaube, das war so ein Anpassen an solches. Die anderen Mädels haben auch einen Freund, das muss ich auch einen Freund haben. Und ich mochte ihn. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir irgendeinen von der Stange genommen habe, sondern Sebastian und ich, wir haben uns auch einfach gut verstanden in der Nachbetrachtung. Wir waren einfach ein guter Freund. Aber es war halt so, komm, jetzt mach. So. Es war auch nicht lange, ich glaube 2, 3 Monate. Aber sonst war da auch nicht großartig jetzt irgendwie was Herausragendes, wo ich sagen würde, das war ein Moment oder so, sondern er war mal kurze Zeit in meinem Leben, aber jetzt ist er auch wieder raus und das ist auch okay. Während der Beziehung habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht, weil sowas konnte man sich ja auch gar nicht machen. Also ich meine, allein dieser Horizont, dass man auch Frauen lieben kann als Frau, war ja eigentlich vollkommen absurd. Irgendwie die einzige Frau, die ich liebe, ist meine Mama. So vom Prinzip her. Und deshalb, ich glaube, das kam für mich auch überhaupt nicht in Betracht. Dann kam Steffi. Oh ja, Steffi. Ich würde Steffi als meine erste große Liebe bezeichnen. Das mit Steffi und mir war auch echt ein Gehäupe, weil ich in der Zeit echt so meine alten Vater, wie geil bin ich eigentlich? Ich kann doch jede Frau kriegen, die ich haben möchte, Phase hatte. Und Steffi nicht so. So dass ich ihr zugegebenermaßen echt auf fremd gegangen bin. Das Problem ist, ich habe da noch so ein schlechtes Gewissen, ich habe ihr das im Nachhinein auch immer erzählt. Sonderlich zuträglich war das für diese Beziehung nicht. Aber das mit Steffi und mir ging, glaube ich, auch so, also über 2,5 Jahre bestimmt so on-off-mäßig. Ich glaube, auch ab Steffi hat meine Mutter auch wirklich realisiert, so, ne, Jungs, ist nicht, ich glaube. Oder meine beiden Eltern haben das da, glaube ich, realisiert, ja. Mein zweites Outing begann im Grunde auch wieder mit einer Frau. Ich war damals mit einer Frau zusammen, die in einer linksqueeren WG gewohnt hat. Und da kam ich auch das erste Mal an dieses Thema dran, was ist denn, also nicht nur, ich schlafe mit wem ich will, sondern ich kann auch sein, wer ich will. Und ja, da ist mir, glaube ich, dann einfach nochmal klar geworden, so trans, ich glaube, das ist es. Ich weiß auch gar nicht mehr exakt, wie wir auf das Thema kamen. Aber ich weiß, dass es plötzlich da war und in dem Moment fühlte es sich so richtig an. So wie Arsch auf Eimer. Das war's. Das passt. Und ja, das mit mir selber klar zu kriegen, ich glaube, das war ein wesentlich härteres Stück. Also es war so ein bisschen wie Krieg gegen mich selber. Kann ich das? Darf ich das? Ist das okay? Wie funktioniert das? Will ich das wirklich? Das ist ja auch schon ein Weg, den man geht. Und diese Leute haben mich auch wirklich, die haben mir im Grunde meine Sachen gepackt und haben mich auf diesen Weg geschickt. Und ich glaube, das werde ich denen noch immer dankbar sein, auch wenn das im Endeffekt jetzt nicht so nett noch am Ende mit denen gelaufen ist. Aber da haben die mich echt schon ein Stück meines Weges auch gut begleitet. Ja, und dann kam der Tag, wo ich festgestellt habe, vielleicht solltest du es mal deinen Eltern sagen. Und da hatte ich echt schon so ein bisschen Flattermann, weil die haben ja auch auf das erste Outing nicht so positiv reagiert. Jedenfalls habe ich mich dann am zweiten Weihnachtstag dazu entschlossen, so jetzt, das funktioniert nicht mehr. So, ich war auch am ersten, also ich war am Heiligabend unausstehlich, aber ich glaube, ich konnte in dem Moment auch nicht anders, aber ich meine, dafür konnten sie ja nichts. Ja, und dann habe ich ihnen im Grunde gesagt, ich kann so nicht mehr. Wenn ich jetzt so weiterleben muss, dann bringe ich mich um. Und das war definitiv auch ein Gedanke, der mich vorher immer schon verfolgt hat. Und ich glaube, auch da ist für meine Eltern so ein, also das war so ein Schlüsselerlebnis. Dann haben die Erlebnisse aus der Kindheit alle zusammengepasst. Wie so ein Puzzle, das sich plötzlich zusammensetzt. Weil wir wussten ja irgendwie immer, ich war anders. Ich meine, ein bisschen Individualität ist ja herausragend, aber so anders, das ist schon schwierig. Und ja, nach so einer Verarbeitungszeit
ging es auch eigentlich ziemlich zügig. Also meine Mama hat mir dann geholfen, einen geeigneten Psychologen zu finden, hat mir da auch einen Termin gemacht. Die ist auch am Anfang mitgekommen. Ich meine, ich war immerhin schon 17 Jahre. Eigentlich sagt man, ja komm, das Kind geht alleine. Aber meine Mama hat mich begleitet. Das freut mich auch heute noch. Und auch mein Vater hat damit. Also meine Mama ist so jemand, die quatscht Probleme tot. Bis sie keine Worte mehr für diese Problematik findet, wird alles genutzt, was der deutsche Wortschatz bietet. Das ist so ihre Art und Weise, damit umzugehen. Und ich musste das dann auch einfach mal ertragen. Ich habe es aber auch gerne gemacht. Während mein Vater sich einfach zurückzieht und das Problem mit sich selber klärt und wieder kommt, wenn er für sich da einen Cut gemacht hat und sagt, so, das ist okay. So. Mein Bruder hat es ja eh nicht mitgekriegt. Wir waren ihn irgendwann mal besuchen und meine Eltern hatten ihm das da schon gesagt und das war dann das erste Mal, dass ich ihn da wieder gesehen habe. Und wir haben uns im Hotelfoyer getroffen, er hat zwei Bier bestellt und hat gesagt, komm auf meinen kleinen Bruder. Und damit hatte sich das, also er wusste es im Grunde. Witzig war es mit meiner 86-jährigen Oma. Wir wussten nicht, wie teilen wir dieser armen alten Frau das mit. Für die wird eine Welt zusammenbrechen. Wir haben extra noch ihren 86. Geburtstag abgewartet, um zu sagen, dann hatte sie 85 glückliche Jahre. Ne? Ab dem 86. kann es bald abgehen. Und mein Vater hat, was ich sehr beeindruckend finde bis zum heutigen Tag, hat gesagt, nee, ich mache das, ich möchte das gerne tun. Und dann habe ich gesagt, ja, geh mit Gott, aber geh. Meine Mama hat sich extra von der Arbeit freigenommen, sie war ja darauf gefasst, mit meiner Oma dann heulend den Tag noch auf der Couch zu verbringen. Und meine Oma zuckt mit den Schultern und sagt, ja, und was erzählt ihr mir jetzt Neues? Da bestätigt mir meine Beobachtung. Ja, und was werden die Nachbarn sagen? Ach, die sind so alt in ihrem Denken, das kann mir doch scheißegal sein. Und meine Oma hat so gemerkt, mit Abstand die älteste Frau auf dieser Straße. Ja, und in der Schule, ja, ich glaube, für die meisten war es am Anfang ein bisschen schwierig, vor allem mit der Namensumgewöhnung. Das war schon zwischenzeitlich schwierig. Ich meine, die meisten kannten mich seit der 5. Klasse. Das heißt, die haben mich 7 Jahre lang mit meinem alten Namen angesprochen. Und plötzlich irgendjemand mit einem anderen Namen zu assoziieren, stelle ich mir auch sehr schwer vor. Am Anfang war ich auch noch sehr geduldig, weil ich habe gesagt, wenn jemand in meinem Umfeld das machen würde, wäre ich wahrscheinlich nur der letzte Depp, der immer noch den alten Namen sagen würde, weil ich es aber auch überhaupt nicht auf die Kette kriege. Nach einer Zeit ging es mir richtig um Zwieback. Dann habe ich die Leute auch einfach mit anderen Namen angesprochen. Also Jana hieß dann auf einmal Werner und so weiter. Dann irgendwann ist ihnen dann klar geworden, so, das ist okay und ne, Ben ist Ben und das ist auch gut so. Und sie haben auch nach der Zeit, kamen dann auch die Leute zu mir, meistens, wenn sie schon einen Tee hatten, aber dann ist man ja am meisten ehrlich. Ben passt eh viel besser zu dir und das passt und ich finde das super. Und ja, mein Schulleiter, super geil, ist da total entspannt mit umgegangen. Hat mir sogar beim Abi-Zeugnis, es gab zwei Zeugnisse, das eine ist dann nach meiner Vornamensänderung verschwunden. Also das war überhaupt kein Problem, bis auf die zwei Lehrer, die mir da ein bisschen versucht haben, die Suppe zu spucken. Aber sonst negativ bin ich da eigentlich nie angequatscht worden. Also ich glaube, die Leute, entweder ihnen war nicht klar, was das für mich bedeutet, oder die fanden das faszinierend. Und die hatten auch so eine gewisse Bewunderung, er tut es wirklich. Ich glaube, damit haben auch die wenigsten gerechnet. So, der redet viel, wenn er Tag lang ist, aber er wird es nicht tun. Und tada, er hat es doch getan. Ich habe in den Sommerferien von der 12. in die 13. Klasse eine E-Mail rausgeschrieben an meinen Geschichtsleistungskursverteiler, dass ich jetzt ab sofort Ben genannt werden möchte, wenn sie Informationen haben. Hier sind sämtliche Internetseiten, die ich dazu kenne, und wenn sie Fragen haben, können sie mich auch gerne ansprechen. Nach den Sommerferien ließ ich Ben. Ganz einfach, ja. Und natürlich ging das Blabla dann los. Die Leute haben dann auch gefragt, heißt du jetzt wirklich Ben? Ja. Okay. Also, das war halt am Anfang noch ein bisschen Unglaubwürdigkeit. Also die Leute haben das nicht so richtig auf die Kette gekriegt, glaube ich. Auch wie gesagt, was das für mich bedeutet, dass es ja wirklich ein Bruch mit meiner alten Identität ist. Das haben sie nicht verstanden und viele verstehen das auch bis heute.